uns mal hart zurück überlegt, wir waren auch schon mal bei euch, vor 8 Jahren, in der Kantine, ja. Wer war denn damals dabei, vor 8 Jahren? Immerhin 10. Müssen wir kurz mal fragen, gibt es das Beaches noch? Ja! Ist es immer noch so verrückt? Ja, wir haben nach unserem Konzert in Beaches haben wir einen Abend erlebt, an den wir uns nicht mehr erinnern wollen, weil wir es nicht können. Wir versuchen seit 8 Jahren, es hat aber nicht geklappt. Ja, wir haben schon sogar Mindmaps erstellt und sowas. Aber wir müssen es heute einfach wiederholen, dann kommt es uns vielleicht wieder. Gehen wir heute nicht ins Beaches? Mal gucken. Wie weit ist es von hier, Peters? Kann man das? Der Turbus fährt uns vorbei. Kann man das mit Kriechen und Blut erreichen? Vor allen Dingen zurück, meinst du? Das ist immer das Problem, man muss ja zurück immer die doppelte Zeit rechnen. Ja, wir sind aber wegen anderen Grund hier. Wir wollen mit euch ein bisschen 10 Jahre The Baseballs feiern. Die hatten wir aber ehrlich gesagt schon letztes Jahr. Das ist mittlerweile das 11. Jahr. Aber das, wir feiern einfach durch, bis 20 voll sind. Wir feiern einfach jedes Jahr. Genau. Und wir haben dafür letztes Jahr eine Best-of aufgenommen und die feiern wir heute auch mit euch zusammen, quasi eine Best-of-Party. Fredenhits ist ein Scheißerleben. Genau, das ist quasi Ballermann Hits 35. Gibt es Fredenhits noch? Spielen die das immer noch Speeches? Ja, ist das so? Ich habe heute Werbung gesehen für Bravo Hits 106. Das ist geil. Und das hat mich schockiert, weil meine Schwester hat damals die Nummer 6 gehabt. Das sieht man. Wir sind alle keine 20 mehr. Obwohl, war ja schon ein Publikum, wenn ich so gucke. Egal, wir nehmen die Hände nach oben und feiern unseren Hits.